InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Wir gratulieren der SV Gondor Martin zum Geburtstagsspiel. 4:1 heute Abend gegen die Vienna. Gratulation der Mannschaft. Ein tolles Einstandsgeschenk zum neuen Präsidenten. Nehmen wir gerne an. Ein Heimsieg beim 20 Jahre Stadionjubiläum passt. Genau. Im Fußball ist es immer turbulent. Ob man es als stark sieht oder empfindet, kommt drauf an. Ja, ich denke, dass wir sehr offensichtlich sehr gut ins Spiel rein starten und wir es dann einfach mit dem Gegner zu tun haben, der, glaube ich, schon mit viel Selbstvertrauen spielt, trotz dieses frühen Rückstands für die Wiener, aber die mit einer Serie kommen und wo man merkt, dass die auch einen guten Plan haben und gute Spieler haben und dann müssen wir leiden und dann verteidigen wir es natürlich beim Gegentor nicht gut, beziehungsweise haben wir schon in der Entstehung Probleme. Setzen nicht alles genauso um, wie wir es uns vornehmen. Und haben dann aber, glaube ich, zweite Halbzeit die Räume, die uns die Wiener gegeben hat und die wir eigentlich auch erste Halbzeit schon mehr bespielen hätten können, ausgenutzt und denke dann mit einer super Stimmung zum Jubiläum im Stadion. Freut mich sehr, dass hier, man spürt, es wächst was zusammen. Es war jetzt richtig cool mit den Fans auch und dann ein, denke ich, sehr souveräner und verdienter Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit. Zufrieden heute? Yes, very good of the results. Yes, I'm very happy and I score good. I continue to improve. Next game, I will score again. Okay, thank you. Marc Rose, guter Lauf, auch heute wieder. Ja, 4:1, Heimsieg und Aufgabe erledigt. In der Mannschaft, alles okay? Alles wunderbar. Sieht man jetzt, wir fangen an, die Spiele zu gewinnen und es macht riesen Spaß. Spielstand, die SV Gondor Martin geht. Die Vienna. Danke. Gutes Kopftor heute. Danke. Ja, also wir haben mit dem Staff viel trainiert. Mit dem Upsi haben wir viel anders trainiert. Und zum Glück waren wir belohnt heute. Ja. Guter Lauf für die Mannschaft im Allgemeinen jetzt? Ja, sicher. Also wir sind in sehr guter Spirit jetzt und hoffentlich können wir weiter so schaffen.